Immer wieder wird es Lovis Corinth mit seiner Familie ab 1918 an den Bayerischen Walchensee ziehen. 1919 erwirbt seine Frau Charlotte ein Grundstück mit See- und Alpenblick, auf dem sie ein Holzhaus errichten lässt. Von dessen Terrasse aus sieht Corinth die Sonne unter und den Mond aufgehen. Bald blitzt er wie ein Smaragd, bald wird er blau wie ein Saphir und dann glitzern Amethyst im Ring der gewaltigen Einfassung von alten schwarzen Tannen, die sich noch schwärzer in dem klaren Wasser spiegeln, so beschreibt Corinth seinen Blick. Mit dem Gemälde Aufgehender Mond über dem Walchensee hat Lovis Corinth dieses Naturschauspiel in ein Gemälde von mythologischer Tiefe gebannt. Im Vordergrund schildert Corinth die steil abfallende Wiese, die zum See führt, auf dessen Oberfläche sich das nächtliche Licht des Mondes spiegelt, das Gehöft wie im Tageslicht erscheinen lässt. Im Hintergrund verläuft die Bergkette, deren Gipfel sich im bewegten Himmel verlieren. Rechts am Hang steht eine kolossale Lerche. Mit dem Gemälde Aufgehender Mond über dem Walchensee wird der späte Corinth zum Wegbereiter einer reinen, freien Malerei und weist weit über die Zeit seines Schaffens hinaus. Erst 1964 zeigen Arnold Bohne und Werner Haffmann ihn mit 14 Gemälden auf der Documenta 3. Dieser Höhepunkt im Werk von Lovis Corinth kommt in diesem Winter bei Ketterer Kunst zum Aufruf.